Gewählt wurde auch in Tschechien. Heute wurde die Stichwahl für das Präsidentenamt abgehalten. Der Amtsinhaber ist geblieben, aber beileibe nicht so, wie sich Miloš Zeman das wohl gedacht hat. Es war dann doch knapper als erwartet. Zeman hat den Wahlkampf ziemlich auf die leichte Schulter genommen. Miloš Zeman, der alte und neue Präsident Tschechiens, wirkt müde, aber erleichtert. Denn das 73-jährige Politurgestein hat es wieder geschafft. Knapp, aber doch. Zeman bedankt sich bei seinen Wählern, dass er nochmals, aber laut Verfassung zum letzten Mal, 5 Jahre Präsident sein kann. Ich gehe in die kommenden 5 Jahre mit der Unterstützung von 2,8 Millionen Wählern und ich glaube, dass ich sie nicht enttäuschen werde. Der parteilose Herausforderer Jiří Drahoš, ein ehemaliger Chemieprofessor und Politquereinsteiger, gratuliert dem Sieger und zeigt sich erfreut über sein eigenes respektables Ergebnis. Wir haben nicht gewonnen, aber auch nicht verloren, sagt Jiří Drahoš. Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme. Miloš Zeman ist pro-russisch orientiert, migrationsfeindlich eingestellt und steht ganz auf Seiten des umstrittenen Premierministers Andrej Babiš, der letzten Oktober zwar die Parlamentswahl gewonnen hat, bisher aber nicht in der Lage war, eine tragfähige Regierung zu bilden.